안녕하세요. 한국어 선생님 장현욱이에요. 미세야 합티 히어 숀 필레 코란시 파티 켈겔란트 운페어벤댓 아바 이어 켄트 디파이넨 뉘앙센 녹닉트 디 디즈 파티 켈츄 오렌 세첸 힌츄 피겐 다름 게테스 인 디즈 비디오 In this video, er kläre hi endel hi den Unterschied zwischen den beiden wichtigsten koreanischen Partikeln i가 und n는. Den Unterschied zwischen dem sogenannten Subjektpartikel i oder ga und dem Themapartikel n oder n는. Einiges, was wir in dieser Lektion lernen, haben wir in anderen Lektionen bereits gehört. Aber mit dieser Lektion werdet ihr ein besseres Grundverständnis für koreanische Partikel bekommen. Warum werden I und Ga Subjektpartikel und Un und Nen Themapartikel genannt? I oder Ga markiert normalerweise das Subjekt. Gerhard가 공부를 해요. Gerhard lernt. So Gerhard가 ist das Subjekt. 학생이 노래를 해요. Ein Schüler singt. 학생이 ist das Subjekt. 학생 받침이 있어요. Es gibt einen Badzim, dann wird I hinzugefügt. Gerhard gibt es keinen Badzim. Bei der letzten Silbe, dann wird ga hinzugefügt. Ich lerne. Ich singe. 네, 저 받침이 없어요. Ga. Aber wir sagen nicht 저가, 네, sondern 제가. 제가 공부를 해요. Ich lerne. 제가 노래를 해요. Ich singe. 은 oder 는 markiert normalerweise Das Thema. Gerhard는 공부를 해요. Gerhard는 ist das Subjekt und auch das Thema. Jetzt erzähle ich über Gerhard. Gerhard는 공부를 해요. Gerhard lernt. Un oder 는 ersetzt I oder Ga. So Gerhard는 공부를 해요. So Gerhard는 ist das Thema. So ich erzähle über Gerhard. Und ich möchte über Gerhard noch weiter erzählen. Gerhard는 한국어를 배워요. Gerhard lernt Koreanisch. Gerhard는 비빔밥도 좋아해요. Gerhard mag auch Bibimbap. So wenn ich über Gerhard noch weiter erzähle, dann wird der Partikel 은 oder 는 weiter verwendet. Gerhard는 공부를 해요. Gerhard는 한국어를 배워요. Gerhard는 비빔밥도 좋아해요. Aber wir wissen schon, was das Thema ist. Also kann das Thema Gerhard는 ab zweiten Satz weggenommen werden. Gerhard는 공부를 해요. 한국어를 배워요. 비빔밥. 또 좋아해요. Ich habe zuerst über Gerhard erzählt. So bis hier ist das Thema Gerhard. Und dann erzähle ich über Bibimbap. Bibimbap은 한국 음식이에요. Bibimbap ist ein koreanisches Essen. 맛있어요, lecker. 하지만 매워요. Aber scharf. So von hier ist das Thema Bibimbap. So, Bibimbap은 한국 음식이에요. Also wurde das Thema gewechselt. Beim Themawechsel wird 은 oder 는 verwendet, um das neue Thema bekannt zu geben. Daher wird 은 oder 는 Themapartikel genannt. Eigentlich gefallen mir die Bezeichnungen Subjektpartikel und Themapartikel nicht, weil diese koreanischen Partikel nicht immer das Subjekt oder das Thema markieren. Der Subjektpartikel wird oft durch den Themapartikel ersetzt.
Also steht der Themapartikel auch oft bei einem Subjekt. Daher lernen wir jetzt die Verwendung dieser Partikel unabhängig von den Namen. Zuerst wiederholen wir noch einmal, was wir über die Verwendung der Partikel bereits gelernt haben. So, Bibimbap, 받침이 있어요? Wenn es einen 받침 gibt, dann wird 은 hinzugefügt. Und Gerhard, 네, 받침이 없어요? Wenn es keinen 받침 gibt, dann wird 는 hinzugefügt. Bei Adjektiven, bei 있다, 없다 und bei nicht sein, 아니에요, wird auf Koreanisch grundsätzlich i oder ga verwendet. Nomen iga Adjektiv. Nomen iga itta opta. Nomen iga aniyeyo. Kimchi가 맛있어요. 맛있어요. Yeah, kimchi is lekka. 맛있어요 is ein Adjektiv. So, kimchi가. 한국어 책이 있어요 oder 없어요. Ich habe ein koreanisches Buch. Oder es gibt ein koreanisches Buch. So, 책이 있어요, 없어요? 저는 한국 사람이 아니에요. Ich bin kein Koreaner. So, 이가 아니에요, nicht sein. Könnt ihr euch noch erinnern, dass wir bei Vorstellung 은 oder 는 verwenden? 저는 장현욱이에요. 네, 저는, 네, ich bin 장현욱. 저는 선생님이에요. 저는 한국 사람이에요. 오다, 네, 여기는 게하드예요. 네, das ist Gerhard. Gerhard는, so 여기는 게하드예요. Gerhard는 오스트리아 사람이에요. 이분은 우리 선생님이에요. 그게 das ist. Aber 이분은 ist häufig als 여기는. So, 이분은 우리 선생님이요. Das ist meine Lehrerin. Oder unsere Lehrerin. Das haben wir bisher gelernt. Jetzt lernen wir neue Inhalte. Neue Informationen und Fragen werden mit I oder Ka markiert. Gerhard가 공부를 해요. I oder ga wird normalerweise bei neuen Informationen verwendet. In unserem Beispiel mit Gerhard fügen wir durch I oder ga die Nuance hinzu, dass diese Information auch für den Sprecher neu ist. So, wenn ich den Satz Gerhard가 공부를 해요 sage, gebe ich praktisch die Neuigkeit, die ich erfahren habe, an jemanden weiter. Gerhard는 공부를 해요. Wenn wir 은 oder 는 verwenden, würde es bedeuten, dass der Sprecher von nichts anderem ausgegangen ist, dass die Information keine Überraschung und keine Neuigkeit dargestellt hat. Also, 은 oder 는 markiert bereits erwähnte oder bekannte Information und Antworten werden mit 은 oder 는 markiert. 아, 네. 네, 네. 아, 네. 안녕하세요. 누구예요? 요나스 씨예요. 아, 그래요? 요나스 씨가 공부를 해요. Er lernt normalerweise nicht. 아. 네. 네, 네, 네. 네, 안녕하세요. 누구예요? 요나스 씨예요. 아, 그래요? 요나스 씨는 공부를 해요. Er hat eine Prüfung. Die Bedeutung in beiden Beispielen ist gleich, aber die Nuance ist ein bisschen anders. Den genauen Unterschied der Nuance könnte man nur im Zusammenhang mit anderen Sätzen verstehen. Tatsächlich kann man alles ohne Partikel verstehen und im gesprochenen Koreanisch werden die Partikel oft weggelassen,
Also müsst ihr euch nicht zu vielen Sorgen um Partikel machen. Je mehr Koreanisch ihr lernt, umso besser werdet ihr die Verwendung der Partikel verstehen. Weil es bei Fragen immer um neue Informationen geht, verwenden wir bei Fragen normalerweise I oder K. Fragen haben wir schon ganz am Anfang beim Vorstellen gelernt. Beim Vorstellen haben wir jede Frage mit I oder K gelernt. 이름이 뭐예요? Was ist Ihr Name? Wie heißen Sie? 직업이 뭐예요? Was ist Ihr Beruf? Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? 네. 이것이 뭐예요? Oder 이게 뭐예요? Was ist das? Bei der Antwort verwenden wir meistens 은 oder 는, weil 은 oder 는 verwendet wird, wenn auf etwas Bezug genommen wird, das zuvor in einem Gespräch erwähnt wurde, oder wenn über etwas gesprochen wird, das beide Seiten im Gespräch bereits kennen. Mit anderen Worten wird 은 oder 는 verwendet, um erwähnte oder bekannte Informationen auszudrücken. Zum Beispiel, wenn wir jemanden vorstellen, verwenden wir 은 oder 는, weil wir mit der Information bereits vertraut sind. 이름이 뭐예요? 제 이름은 리사예요. 오다 저는 리사예요. 직업이 뭐예요? 저는 회사원이에요. 이것이 뭐예요? 그것은 옷이에요. 이게 뭐예요? 그거는 오다 그건 옷이에요. Ihr habt bereits gelernt, Adjektive "있다" "없다" "아니에요" werden mit "이" oder "가" verwendet. Aber sie werden auch mit "은"는 verwendet. 은 oder 는 ersetzt dabei I oder K. So zum Beispiel 김치가 맛있어요. Aber 김치는 맛있어요. Kann man auch verwenden. So 은 oder 는 ersetzt I oder K. So 김치는 맛있어요. 김치는 ist auch das Subjekt und das Thema. 은 oder 는 wird bei Vorstellung verwendet. Also wird Kimchi als Thema vorgestellt. Wenn man 김치가 맛있어요? 네, 김치가 맛있어요? Fragt dann, kann man, 네, 김치는 맛있어요? Antworten. Weil, 은 oder 는, normalerweise bei Antworten verwendet werden. Man kann aber auch 비빔밥은 맛없어요. 하지만, 김치는 맛있어요. In dem Fall werden 비빔밥 und 김치 vergleichen werden. Wenn wir einen Vergleich einstellen, verwenden wir 은 oder 는. Es wird bei Adjektiven 있다, 없다 oder 아니에요. Grundsätzlich 이가 verwendet. Aber 은 oder 는 kann, wie zum Beispiel hier beim Vergleich, auch 이가 ersetzen. Lasst mich euch noch ein paar Beispiele geben. Wir reden wieder über koreanisches Essen. So, man hat 한국 음식이 어때요? Gefragt. Dann kann man 김치가 맛있어요. Oder 김치는 맛있어요? Antworten. So, 한국 음식이 어때요? Wie ist das koreanisches Essen? 김치 ist lecker. 김치가 맛있어요. 김치는 맛있어요. Aber 김치는 맛있어요 hat eine Nuance. In diesem Gespräch heißt 김치는 맛있어요. 김치 ist lecker. Anderes koreanisches Essen außer 김치 ist nicht lecker.
Ich habe nur diesen Satz, 김치는 맛있어요, gesagt. Trotzdem kann man verstehen, dass ich Kimchi mit etwas vergleichen oder noch etwas allgemein zu essen sagen möchte. Also, dass einen Vergleich oder Kontrast mit anderem Essen herstellen möchte. Nach diesem Satz könnte ein Satz mit aber, 하지만 folgen. So, 김치는 맛있어요. 하지만 비빔밥은 맛없어요. Oder 김치는 맛있어요. 하지만 너무 매워요. Es ist zu scharf. Oder 김치는 맛있어요. 하지만 네, 한국 음식은 너무 매워요. Aber koreanisches Essen ist zu scharf. Auch wenn ich den zweiten Satz weggelasse, 하지만 비빔밥은 맛없어요. 하지만 너무 매워요. Könnte die Zuhörer wegen 은 oder 는 verstehen, dass ich etwas Vergleichendes sagen möchte. 한국 음식이 어때요? 김치는 맛있어요. 한국 음식을 좋아해요? Mögen Sie koreanisches Essen? 네. Ich mag Kimchi. 김치는 좋아해요. Aber wird 는 verwendet. 한국 음식을 좋아해요? Mögen Sie koreanisches Essen? 네, 김치는 좋아해요. Ich mag Kimchi. Das heißt, ich mag Kimchi, aber nicht anderes. Also kann ein Aber-Satz ja folgen. 하지만 비빔밥은 안 좋아해요. 한국어 수업이 어때요? 한국어 수업이 어때요? 한국어 수업이 어때요? Wie ist Ihr Koreanisch Kurs? Die Antwort ist 네. 한국어 수업이 어때요? Wie ist Ihr Koreanisch Kurs? 선생님이 좋아요. 어? Die Lehrerin ist nett. Ja. Dann nichts mehr. Aber die Antwort ist 선생님은 좋아요. 한국어 수업이 어때요? 선생님은 좋아요. 선생님은 좋아요. Heißt, die Lehrerin ist nett, aber etwas anderes stimmt nicht mit dem Kurs oder mit der Lehrerin. Etwas steht im Gegensatz dazu, dass die Lehrerin nett ist. 개드 씨는 요즘 한국어를 공부해요. 한국어 수업이 어때요? 선생님은 좋아요. 아, der Satz könnte so weitergehen. So, 한국어 수업이 어때요? 선생님은 좋아요. 하지만 es ist langweilig. Oder 하지만 sie unterrichtet nicht gut. Irgendwas. 한국어 수업이 어때요? 선생님은 좋아요. 아, 왜요? 재미없어요? 진수 씨가 어때요? 비스 진수? 네, 키가 커요. 키가 커요. 키가 크다. So, 크다 is gross. 온 키가 크다. So, 쾌파 그리스. So, air is gross. 진수 is gross. 키가 커요. So, 키 is no man. 온 크다 is an adjective. So, 노맨 이 보다 가 adjective. 키가 커요. 네, 진수 씨가 어때요? 진수 씨가 어때요? 키가 커요. It's gross. 아바 칸만 아우코 키는 커요. 안트바텐. 진수 씨가 어때요? 키는 커요. 키는 커요. It's gross. 아바 네. 하지만 뚱뚱해요. It's thick. 보다 하지만 안 멋있어요. Nicht cool or nicht fresh. So, 진수 is gross, aber thick or nicht fresh. Yeah. Or nicht net. 네, 안 좋아요. Yeah. Irgendwas. Folgt. 그다음 오늘 날씨가 좋아요. 오늘 호이때 ist das Wetter schön. 오늘 날씨가 좋아요. 오늘은
날씨가 좋아요. Heute ist das Wetter schön. Aber hier gibt's kein 은. Aber hier gibt's 은. So, 오늘은 날씨가 좋아요. Heißt, ja, heute ist das Wetter schön. Aber gestern war das Wetter schlecht. Dann 오늘 zum Beispiel, 네, 오늘 날씨가 좋아요. Heute ist das Wetter schön. 네, 오늘 날씨는 좋아요. So, 은 oder 는, assessed, 이 oder 가. So, 오늘 날씨는 좋아요. Heute ist das Wetter schön, aber etwas anderes außer dem Wetter ist schlecht. Zum Beispiel muss ich hier arbeiten. Ich habe schlechte Laune. Oder es ist windig. Oder es ist zu heiß oder zu kalt. Oh, 오늘 날씨가 좋아요. 너무 좋아요. 네. 날씨는 너무 좋아요. Es gibt verschiedene Funktionen von I oder K und 은 oder 는. Aber diese Vergleichsfunktion, wenn ihr sie gut verwendet, ist besonders interessant und lustig. Mhm. Wow, 오늘 날씨가 너무 좋아요. 네, 날씨는 너무 좋아요. 왜요? 남자친구가 보고 싶어요. 저는 어제 남자하고 데이트를 했어요. 그 남자가 어때요? 키는 커요. 아. Zusammenfassung von I oder K und 은 oder 는. 은는 은 oder 는 ersetzt oft I oder K. Daher wird 은 oder 는 häufig mit dem Subjekt verwendet. Und 이름이 뭐예요? 아, 이름이 뭐예요? 직업이 뭐예요? 네. 이것이 이게 뭐예요? 이 오다가 wird normalerweise bei Fragen verwendet. Aber 이름이 뭐예요? Okay, ich habe jemanden zum ersten Mal getroffen. Also frage ich, 네, 이름이 뭐예요? Und dann frage ich weiter. 직업은 뭐예요? 여자친구는 있어요? So, wie ist Ihr Name? Was sind Sie von Beruf? 네. Haben Sie eine Freundin? Obwohl es sich um eine Frage handelt, so wird ab dem zweiten Satz 은 oder 는 verwendet, weil wir das Thema wechseln. Obwohl es sich um eine Frage handelt, wird beim Vergleich oder Kontrast 이 oder 가 mit 은는 ersetzt. Zum Beispiel, 이게 뭐예요? Was ist das? Und dann frage ich weiter. 네. 그건 뭐예요? 저거는 뭐예요? 저는 한국 음식을 하지만 김치는 안 좋아해요. Okay. 저는 한국 음식을 좋아해요. 저는 한국 음식을 좋아해요. Ich mag koreanisches Essen. 하지만 김치는 안 좋아해요. Aber ich mag kein Kimchi. So, 은 oder 는 ersetzt 이 oder 가 und auch 을 oder 를. 은 는 kann 이 oder 가 und auch den Object Partikel 을 oder 를 ersetzen. Aber keine anderen koreanischen Partikel. Jedoch kann 은 oder 는 an anderen Partikel wie zum Beispiel den What Partikel angehängt werden. 집에는 책이 없어요. 네. 집에는 책이 없어요. Das heißt, 집에는 책이 없어요 heißt, ich habe kein Buch zu Hause, aber
In der Schule habe ich schon. 집에서는 공부를 안 해요. 또 에서는 Ich lerne nicht zu Hause. Das heißt, ich lerne in der Schule. 은 oder 는 und I oder K können in einem Satz zusammen verwendet werden. So, 저는 한국 사람이 아니에요. 저는 책이 있어요. 저는 책이 있어요. 미나 씨는 집에서는 공부를 안 해요. 네, 미나 lernt nicht zu Hause. 은는 은 oder는 können wegen dem Vergleich oder Kontrast in einem Satz zweimal verwendet werden. So 미나 씨는 ist das Thema. 미나 씨는 집에서는 공부를 안 해요. Das ist Vergleich. Vergleich. So, 는. So, 미나 lernt nicht zu Hause. Aber sie lernt schon in der Schule. 저는 노트북은 없어요. 저는 ist das Thema. 저는 ist das Thema. 노트북은 없어요. So, 는 은, 지바이말. 노트북은 없어요 heißt Ich habe kein Notebook, aber ich habe etwas anderes. Zum Beispiel iPad oder iPhone. 네. Im gesprochenen Koreanisch werden Partikel oft weggelassen. Wir können Sätze ohne Partikel schon verstehen. Also, wenn man 은는 statt 이가 oder 이가 statt 은는 sagt, kann man es verstehen. Und es ist nicht ganz falsch. Aber die Nuance ist manchmal anders. Ich weiß schon, dass das sehr kompliziert ist. Partikel sind wahrscheinlich das schwierigste Thema in der koreanischen Sprache. Aber ihr müsst nicht alles sofort verstehen. Wenn ihr weiterlernt, werdet ihr immer besser verstehen, wie wir Partikel im Koreanischen verwenden und warum Partikel nützlich sind. Und oft sogar Spaß machen. Vor allem beim Vergleich werdet ihr später viel Spaß haben. 그럼 다음에 또 봐요. 고맙습니다. 안녕히 계세요.